aus dem verschneiten Aschersleben. Heute gehe ich mit euch mal unsere Runde, die wir sonst immer laufen, um einfach mal ein bisschen rauszukommen. Zeige ich euch mal Aschersleben. Also zumindest außerhalb. Mal hier gehen wir mal lang. Ist das nicht schön? Einfach romantisch, dieser Schnee. Knirscht der Schnee unter den Füßen und es ist herrlich warm in der Sonne, obwohl es über, ich glaube, minus 4 waren es eben. Fühlt sich irgendwie heute nicht so an durch die Sonne. Schön. Ich hätte vielleicht meine Sonnenbrille mitnehmen sollen. Naja, wird schon gehen. Übrigens, wir sitzen gerade an der Planung von unserem nächsten Camino. Wir wollen im Herbst, genau im September, wollen wir den Camino Frances. In dem wollen wir uns mal probieren. Man hört ja so viel. Der eine sagt ja, aufgrund der wenigen Kilometer ist der ganz einfach. Der andere sagt, der Weg ist nicht zu unterschätzen. Ach, egal was die anderen sagen. Jeder muss selbst herausfinden, ob der Weg für ihn einfach ist oder ob er schwer ist. Wie auch immer. Wir freuen uns drauf. Aber die Planung ist gar nicht so einfach. Weil es gibt ja zwei Varianten. Hallo. Es gibt ja einmal den portugiesischen Weg an der Küste und den portugiesischen Weg durchs Inland. Wir überlegen, einen Teil an der Küste und dann ins Inland zu wechseln. Mal schauen. Freitagmittag und der Spielplatz ist noch leer, weil alle Knirpse in der Schule sind. Ich möchte doch meinen, der Weg hier hinter, ich laufe jetzt in Richtung Heckling, ist noch komplett unberührt. Aber schaut mal, doch ganz schön viele Fahrzeuge schon unterwegs gewesen. Obwohl gestern hat es geschneit. Ich dachte nicht, dass so viel Verkehr hier nach hinten ist. Aber auch gut, habe ich eine Laufspur. Läuft sich leichter. Tja, ganz schön viele verschiedene Spuren hier unterwegs. Rehe, Hasen, Hunde natürlich. Hier ist ein Hase. Hund. Und Piepmätzchen. Kleine Vögelchen.
Und normalerweise sieht man hier den Brocken. Heute nicht. Heute hat er etwas, steckt da in etwas Wolken drin. Ah ja. Vielleicht sehen wir ihn nachher nochmal. Nachher haben wir nochmal einen schöneren Blick, eigentlich. Vielleicht lassen die Wolken ihn ja mal frei. Mal schauen. Erstmal gehen wir noch ein Stück. Echt mal ganz alleine unterwegs. Vor mir niemand, hinter mir niemand, außer ein paar Tiere, Vögelchen. Vorne ist eine Amsel und nebenan die Autobahn, die A36. Ja, auch immer schön. Mein Mann habe ich arbeiten geschickt. Nein, Quatsch, er hatte nur einfach keinen Urlaub und ich musste den einen Tag vom letzten Jahr noch wegnehmen. Und da hat sich's angeboten, bei dem Wetter einfach mal rauszugehen. Herrlich. Ich kann mich gar nicht satt sehen an dem vielen Schnee und alles so ruhig. Trotzdem schaut man sich immer mal um, ob vielleicht doch jemand hinter einem ist. Oh nö, ganz alleine. Das Gebirge da hinten zählt schon zum Harz. Aber Brocken, du versteckst dich heute vor uns. Na gut, gehen wir weiter. Übrigens waren das eben schnatternde Wildenten. Die fliegen jetzt zum Concordiasee. Jetzt wieder zurück Richtung Hauptstraße, dort vorne, wo man die Autos sieht. Und da läuft auch noch jemand. Ich bin jetzt nicht mehr ganz allein. Aber ich bin ja jetzt auch bald wieder zurück in der, naja, sagen wir mal in Anführungszeichen, Zivilisation, weil so ganz weit weg war ich ja gar nicht. Ja. Die Hälfte ungefähr von meinem Weg habe ich geschafft. Mal gucken. Falls ich nachher nicht mehr filmen sollte, dann ist es wirklich nicht so sehr spektakulär gewesen. Aber ich werde mich nachher definitiv nochmal melden. Aber noch ist schön. Ich genieße es noch. Etwas laut. Von den ganzen Maschinen, aber gut. Ist halt so. Nun sind wir wieder in Aschersleben. Upsa, herzlich willkommen. Ja, ich glaube,
Der Akku von meiner anderen Kamera hat sich nur doch verabschiedet. Naja, jetzt geht's halt mit Handyfilmen nach Hause. Auch nicht schlimm. Dort drüben hinter den Bäumen sind wir vorhin lang gegangen. Ja, wie schon gesagt, wirklich unspektakulär. Einfach nur Häuser und Straßen und Leute und Teenager, die aus der Schule kommen und sich mit Schnee beschmeißen. Ja, halt eben alles dieses Alltägliche. Bei Schneewetter. So, ihr Lieben, noch hier am Sportplatz vorbei. Ja, dann noch ein Stückchen und dann bin ich wieder zu Hause. Es war eine schöne Wanderung. Schön im Schnee, kalte Nase geholt. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Nein, glaube ich nicht. Ich hatte mehr Spaß. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.